Meine sehr geehrten Damen und Herren, hiermit eröffne ich die erste Sitzung der 20. Wahlperiode des Hessischen Landtages. Die Sitzplatzordnung, wie sie uns von den Fraktionen mitgeteilt wurde, ist Ihnen auf Ihren Plätzen verteilt worden. Offensichtlich haben alle 136 Abgeordnete ihren Platz gefunden. Herr Kollege Heidkamp von der AfD-Fraktion ist erkrankt und kann deshalb nicht an der konstituierenden Sitzung teilnehmen. Daher sind nur 136 Abgeordnete anwesend. Wir wünschen ihm baldige Genesung. Ich begrüße alle Anwesenden herzlich, vor allem auch die neuen Kolleginnen und Kollegen. Und ich begrüße Sie alle auf der Besuchertribüne oder an den Bildschirmen oder im Haus außerhalb als unsere Ehrengäste. Unter den Vertreterinnen und Vertretern der Religionsgemeinschaften gilt mein besonderer Willkommensgruß der stellvertretenden Kirchenpräsidentin Pfarrerin Ulrike Scherf. Seine Exzellenz, Diözesanadministrator Weihbischof Prof. Dr. Karl-Heinz Dietz, Fulda, kann leider nicht an der konstituierenden Sitzung teilnehmen. Für den von Ihnen beiden abgehaltenen feierlichen ökonomischen Gottesdienst, der uns Stärkung und Zuversicht für die vor uns liegenden Aufgaben gegeben hat, danke ich Ihnen herzlich. Dem Wiesbadener Knabenchor unter der Leitung von Roman Betwardi sowie dem Organisten der Marktkirchengemeinde Thomas Frank danke ich für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Ebenso willkommen heiße ich die Vertreter des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, Herrn Vorsitzenden Dr. Jakob Gutmark und Herrn Direktor Daniel Neumann und den Vorsitzenden des Verbandes der Sinti und Roma, Herrn Adam Strauß. Auch die Mitglieder der Landesregierung begrüße ich unter uns. Mein Gruß gilt weiterhin dem Repräsentanten der dritten Gewalt, dem Präsidenten des Staatsgerichtshofs und zugleich Präsidenten des Oberlandesgerichtes Frankfurt, Herrn Prof. Dr. Posek. Die Doyenne des Konsularischen Korps, Frau Generalkonsulin Alla Poliova, grüße ich ebenfalls herzlich. Ebenso herzlich begrüße ich den Präsidenten des Rechnungshofes, Herrn Dr. Wallmann, den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herrn Prof. Dr. Ronellenfitsch, sowie den hessischen Landeswahlleiter, Herrn Dr. Kanter, und den Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Herrn Dr. Jehn. Ebenso begrüße ich die Repräsentanten der Kommunalen Spitzenverbände und des Landeswohlfahrtsverbandes, vertreten durch die Herren Präsidenten Becker und Kopp. Vom DGB Hessen-Thüringen begrüße ich den Vorsitzenden Michael Rudolph. Herrn Brigadegeneral von Röder, den Befehlshaber des Landeskommandos, möchte ich auch namentlich erwähnen. Den ehemaligen Landtagspräsidenten, Herrn Karl Staatsacher, sowie in unserer Mitte Herrn Abgeordneten Norbert Kartmann, gilt wie den beiden ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch und Hans Eichel ebenfalls ein herzlicher Gruß. Und stellvertretend für alle ehemaligen Mitglieder des Hessischen Landtages darf ich deren Vorsitzende Inge Felte begrüßen. Begrüßen darf ich auch die zahlreichen Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen und ein besonderer Gruß gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die an dieser Sitzung teilnehmen. Und noch ein Hinweis für die Medienvertreter im Plenarsaal
und auf der Besuchergalerie. Aufgrund der beengten Raumverhältnisse müssen wir alle etwas näher zusammenrücken. Und Sie sind auf den Podesten jetzt auch näher am Geschehen. Ich bitte Sie, vorsorglich darauf zu achten, dass Sie nicht in den persönlichen Bereich der Abgeordneten eingreifen, indem Sie Unterlagen oder Laptop, Bildschirme filmen oder fotografieren. Dies gilt, wie bisher, auch ebenso auf der Besuchergalerie. Meine Damen und Herren, Sie werden es sicher verstehen, dass ich aus zeitlichen Gründen nicht alle Ehrengäste namentlich erwähnen kann. Ihnen allen gelten meine Grüße und ich heiße Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, dass Sie jetzt für einen Nachruf aufstehen. Wir gedenken heute eines ehemaligen Kollegen. Im Alter von 87 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Hubert Heil am vergangenen Mittwoch gestorben. Geboren wurde Herr Heil am 11. August 1931 in Künzell. Er absolvierte eine Ausbildung zum Maschinenschlosser und Schreiner, ehe er von 1957 bis 1973 als Ausbilder in einer Lehrwerkstatt der Bundesbahn tätig war. Seit 1973 engagierte er sich in Betriebsräten der Bundesbahn. Ab 1982 war er Mitglied des Hauptpersonalrates bei der Zentrale der Hauptverwaltung der Deutschen Bahn, deren Aufsichtsrat er ab 1994 angehörte. Er trat 1964 in die CDU ein und war ab 1974 Mitglied im Bezirksvorstand der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Fest verwurzelt war Hubert Heil in der Kommunalpolitik in seiner Heimatgemeinde Künzell und dem Landkreis Fulda, wo er 34 Jahre lang Mitglied des Kreistages war. Ab 1977 gehörte er der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes an. Ausgezeichnet wurde Herr Heil mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Hessischen Verdienstorden. Unserem Hause gehörte er in der Zeit vom 14. Juli 1994 bis 4. April 1995 an. Hubert Heil war verheiratet und hat zwei Kinder. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen. Aus den Reihen unserer zukünftigen Kollegen hat uns die traurige Nachricht ereilt, dass der gewählte Bewerber Herr Nikolaus Petö am 16. Januar 2019 verstorben ist. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau einen Sohn, eine Tochter sowie seine Eltern. Unsere Anteilnahme gilt insbesondere seinen Angehörigen. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. So, als Nachfolger des verstorbenen gewählten Bewerbers Nikolaus Petö ist Herr Erich Heidkamp.
Wir kommen zu den Geburtstagen der vergangenen Wochen. Einen runden Geburtstag konnten seit unserer letzten Plenarsitzung feiern Herr Abgeordneter Karl Hermann Bolldorf am 9. Dezember 2018. Er wurde 70 Jahre alt. Herr Abgeordneter Ismail Tipi am 3. Januar 2019. Er wurde 60 Jahre alt. Und der ehemalige langjährige Landtagspräsident, Herr Abgeordneter Norbert Kartmann, am 16. Januar 2019. Er wurde 70 Jahre alt. Im Namen des gesamten Hauses gratuliere ich Ihnen allen recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.